VfL-Neuzugang Nummer 7 jetzt frisch bei uns eingetroffen, Brian Henning. Brian oder Brian, wie muss man es aussprechen? Ich habe schon so viele Versionen gehört, Sie können mich einfach Brian nennen. Brian. Heute Morgen eingetroffen oder sind Sie schon seit Anfang der Woche hier? Nee, ich bin gestern eingetroffen, gestern am Nachmittag. Und ja, habe mich schon mal ein bisschen umgeguckt. Und gestern wahrscheinlich auch schon die Leistungsdiagnostik dann gemacht? Genau, das war eine Sache. Dann waren wir noch beim Orthopäden und das musste ich alles gestern machen, ja. So, Sie kommen jetzt hier aus Innsbruck zum VfL, Wacker Innsbruck. Die waren in der vergangenen Saison noch in der österreichischen Bundesliga, sind abgestiegen. Das heißt, Sie hatten dort dann auch keine Zukunft mehr, weil der Vertrag lief ja meines Wissens bis 2020, ne? Nee, ja, da haben Sie recht. Der ist mit dem Abstieg, denn hat sich aufgelöst. Und es schmerzt natürlich noch ein bisschen, es ist natürlich immer scheiße abzusteigen. Aber jetzt hat sich ein neues Kapitel gegeben und darauf freue ich mich. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? War der VfL schon länger an Sie interessiert oder wie kann man sich sowas vorstellen? Das weiß ich ganz ehrlich nicht. Wir haben ja zweimal gegeneinander gespielt und ich habe ja eigentlich letztes Jahr, davor das Jahr in Rostock, eine gute Saison gespielt. Vielleicht bin ich da noch ein bisschen in Erinnerung geblieben. Und ja, was danach passiert ist, zum Schluss, glaube ich, dann kam der Kontakt, wo es dann Richtung Abstieg ging bei uns. Und danach hat sich halt aufgebaut ein bisschen. Ich sprach die vorletzte Saison an bei Hansa Rostock. Da waren Sie schon in der Tat eine feste Größe unter Pavel Dotschev. Da waren Sie Stammspieler. Sie haben fast alle Spiele mitgemacht in der dritten Liga. Aber dann hatte Sie nach Innsbruck gezogen. Also Sie hätten damals auch in Rostock bleiben können, oder? Ja, da gab es ein paar Komplikationen. Und das hat sich dann halt nicht alles ergeben, so wie es sein sollte. Und ich wollte dann auch den nächsten Schritt wagen und ich fand es auch ganz cool, eigentlich mal im Ausland sich daran zu trauen. Und ich denke, österreichische Bundesliga ist schon eine gute Erfahrung gewesen und deswegen habe ich das dann alles so gemacht. Und jetzt geht es in die zweite Bundesliga, auch Neuland für Sie. Oder würden Sie sagen, zweite Bundesliga ist vergleichbar mit der österreichischen Bundesliga? Wie schätzen Sie das ein? Das kann ich noch nicht sagen, da muss ich erst mal gucken, was jetzt auf mich zukommt. Aber ich denke mal schon, dass man es ungefähr einordnen kann. Es gibt natürlich auch eine Spaltung in Österreich, zum Beispiel RB Salzburg ist natürlich da oben dabei. Die können sich auch in der Bundesliga locker mithalten. Aber der Rest, so die ersten sechs Mannschaften sind, denke ich mal, auch so Zweitliganiveau. Und darunter, denke ich, das kann man ungefähr so gleich einschätzen, ja, denke ich schon. Ihre Hauptposition, wenn man den ganzen Internetforen Glauben schenken darf, ist das defensive Mittelfeld, aber Sie sind durchaus auch flexibel im Mittelfeld einsetzbar, ne? Ja, ich denke, ich bin da flexibel. Ja, es ist jetzt nicht nur stur auf der 6, sondern ich kann auch definitiv offensiver spielen. Ich sehe mich da schon ein Stück weit offensiver, lauf gerne mit nach vorne. Und ja, da gibt es nicht nur die 6. Wenn man nämlich die 6 betrachtet, da hat der VfL ja in zwei Instanzen, zumindest in der Aufstiegssaison mit David Blacher und Ulrich Tafferzhofer. Das sind sicherlich zwei starke Konkurrenten, zwei von mehreren Konkurrenten möglicherweise. Aber das ist normal, dass man sowas annehmen muss in der Liga, oder? Ja, das ist normal und im Endeffekt macht dann ja auch nur Konkurrenz besser. Das macht ja nicht nur mich besser, auch, sondern die anderen beiden noch dazu. Und es gehört dazu, im Endeffekt müssen wir alle funktionieren, wenn einer mal ausfällt, dass der andere dann einspringt, auch 100% ihn ersetzen kann. Und das ist, denke ich mal, das Wichtigste für die Saison. Sie hatten zwei Spiele bisher gegen den VfL. Sprich, Sie waren einmal auch hier dann an der Bremer Brücke. Welche Erinnerungen haben Sie? Hier an der Bremer Brücke wurde ich, glaube ich, zur Halbzeit ausgewechselt. Wir hatten 1-0 geführt. War eine geile Stimmung. Der Rasen war mit der Beste hier. Und heim habe ich das 1-0 vorbereitet bei uns im Stadion. Haben wir, glaube ich, auch 2-0 oder 2-1 gewonnen, glaube ich. Also eigentlich gegen Osnabrück gute Erinnerung. Und jetzt hoffentlich mit Osnabrück dann gute Erinnerung. Mit welcher Zielsetzung geht man in so eine Saison hinein? Ja, das sprechen wir natürlich dann auch intern ab. Da sage ich jetzt noch nichts zu, weil ich es nicht selber. Aber wir sind jetzt neu in der zweiten Liga. Und wir wollen uns natürlich beweisen. Und wir sehen, was geht, wenn man Paderborn sieht. Man sieht aber auch, wenn man Magdeburg beobachtet, dass es genau in die andere Richtung auch gehen kann. Also wir wollen uns auf jeden Fall beweisen, werden jedes Spiel Gas geben und dann mal gucken, was passiert. Sind Sie auch in der Kürze der Zeit wahrscheinlich ja noch nicht auf Wohnungssuche gegangen, ne? Es ist so kurzfristig gewesen, also ich habe jetzt noch nicht geguckt. Ich habe gestern Abend mal reingeschaut. Ich habe eine Wohnung schon gefunden, aber man muss ja auch gucken, wie es denn mit Einzugsdaten und sowas alles ist. Also das weiß ich noch nicht, wo es dahin geht. Okay. Alles Gute für den Start und Dankeschön. Man sieht sich. Danke. Ciao, ciao.